In dieser Folge von Weigels wilde Welt. Auf Helgoland, dem roten Fels in der deutschen Bucht, beobachten wir Strandvögel. Dabei kommen uns nicht nur häufige Arten vor die Linse, sondern auch ganz seltene. Ich lade euch ein, mich zu begleiten. Auf der Spur von Schneeammern, Ohrenlärchen und plötzlich aufkommendem Seelied. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video von Weigels wilde Welt. Jeder lebt für sein Hobby. So ist es. Schönen Tag Ihnen noch. Ebenso. Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels wilde Welt. Im Hintergrund seht ihr es schon, ich befinde mich auf Helgoland, dem roten Fels in der deutschen Bucht. Ich sitze gerade auf dem Nordstrand der Insel. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hier ist alles voller Vögel. Hier ist Tang und in diesem Tang suchen ganz viele Vögel nach Nahrung. Und genau diese Vögel, die schauen wir uns heute gemeinsam an. Viel Spaß! Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublatti. Das ist neue Erde. Der ist mir gerade im Kopf geflogen. Sommergoldhähnchen. Großartig. Liebe Freunde der Natur, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf Helgoland, dem roten Fels in der deutschen Bucht. In dieser besonderen Folge von Weigels wilde Welt begeben wir uns gemeinsam auf den Nordstrand der Hauptinsel. Und dort kommen wir häufigen und seltenen Strandvögeln auf die Spur. Ihr könnt euch freuen. Freunde, es ist ein Traum. Stare, Dohlen, Buchfinken, Bergfinken, Wiesenpieper und noch viele andere Arten hier direkt vor mir. Ich knie hier quasi gerade auf dem Sand und ja, wie gesagt, im Tang wuselt es nur. Das sind die Vögel. Nirgendwo in Deutschland kann man die so toll filmen wie hier auf Helgoland. Wie ihr seht, war ich nicht der Einzige auf dem Strand. Auch viele andere Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter schauten sich dieses unglaubliche Spektakel an. Viele Vögel rasteten auf dem Strand und suchten dort nach Nahrung. Primär waren es Stare, wie hier wunderbar zu sehen. Warum der angespülte Tang eine so tolle Nahrungsquelle für die Vögel bietet, damit befassen wir uns später. Obwohl immer häufiger Stare auch den Winter bei uns verbringen, sind sie in der Regel Zugvögel. Genauso wie diese Freunde, die hier eine Rast einlegen. Ein wildes Treiben und einfach wunderschön anzusehen. Einfach ein wunderbarer Vogel. Die Stare sind aber nicht die einzigen Vögel, die auf dem Nordstrand nach Nahrung suchen. Es scheint unwirklich, ein Buchfink im Sand zwischen Tang. Das ist typisch Helgoland. Auch dieser Freund ist auf dem Weg in Richtung Süden und legt hier auf dem Nordoststrand eine Rast ein. Es ist davon auszugehen, dass genau dieser Vogel schon hunderte von Kilometern geflogen ist. Aber er ist nicht allein. Viele Artgenossen suchen mit ihm nach Nahrung, um sich für den Weiterzug in Richtung Süden zu stärken. Und hey, schaut mal, da ist ja noch ein anderer Freund. Hier ein wunderschöner Bergfink, einer meiner absoluten Lieblinge. Freunde, ich sitze jetzt hier quasi direkt an dem Tang, ja, hier am Strand von Helgoland. Und schaut mal, dieser Tang sitzt voller Nahrung. Da sind ganz viele Larven von Tangfliegen drin und Tangfliegen selber auch, also die Imagos, die Fliegenform. Und die dienen diesen ganzen Vögeln hier als Nahrungsquelle. Und deswegen sind hier so viele Vögel, hochspannend zu beobachten. Ja, so ist das. Spannend. Ich habe, glaube ich, schon erwähnt, dass ich nicht der Einzige war, der sich die vielen Vögel auf dem Strand anschaute. Wie zum Beispiel auch Neo und Paul mit ihren Kameras. Während meiner Dreharbeiten sprach ich mit einem Mann. Jeder lebt für sein Hobby. So ist es. Schönen Tag Ihnen noch. Ebenso. Dem ist nichts hinzuzufügen. Neben zahlreichen Kleinvögeln konnte ich auch diesen hübschen Austernfischer beobachten. Einfach ein toller Vogel. Und ja,
Dohlen waren auch anwesend. Na, diese Freunde kennt ihr doch bestimmt alle, oder? Genau, Stockenten. Hier sucht ein Erpel mit zwei Enten gemeinsam im Tang nach Nahrung. Ein tolles Erlebnis. Und dabei sind sie noch so wunderschön. Lachmöwen waren neben Mantel- und Silbermöwen ebenfalls anwesend. Das Braun im Flügel verrät, dass es sich um diesjährige Jungvögel handelt. Es war wirklich ein Getummel sondergleichen. Überall, wo man hinschaute, waren Vögel. Stunde um Stunde habe ich auf diesem Strand verbracht. Und dann ganz plötzlich verdunkelte sich die Sonne. Es ging alles ganz schnell. Blauer Himmel, Sonnenschein pur. Und dann auf einmal dunkel. Was genau war da los? Freunde, mega spannendes Phänomen. Schaut mal im Hintergrund. Plötzlicher Seenebel. Das war gerade noch nicht. Man sieht hier richtig, wie der Nebel quasi angespült kommt. Hochinteressant. Ja, man kann nicht anders sagen, wir befinden uns mitten in der Nordsee, ne? Das kann hier passieren. Wahnsinn, das ist Natur. Ganz plötzlich war alles ganz gedämpft, als wäre alles von einem Schleier umgeben. Und das war es ja auch. Der Nebel umgab uns und sorgte für eine großartige Stimmung. Nicht nur Matthias Kaas, hier auf dem Boden liegend, nutzte diese Stimmung, um Fotos zu machen. Auch ich filmte weiter und näherte mich ganz langsam einem ganz seltenen Vogel. Ein kleiner brauner Vogel, aber ein hübscher kleiner brauner Vogel und dazu auch noch selten. Zwischen dem Tang und auf dem Strand lief eine Kurzzehnlerche. Ein großartiges Erlebnis. Mehr oder weniger regelmäßig landen inzwischen Kurzzehnlerchen im Frühjahrs- und Herbstzug mal auf dem Felsen. Vor allem dann, wenn starker Südwind war, denn der Freund kommt aus dem Süden. Ihr Lieben, das Besondere an der Kurzzehnlerche ist, dass das eine absolute Ausnahmeerscheinung hier in Deutschland ist. Eigentlich brütet die in Nordafrika, Spanien, sag ich mal, bis Mitte Frankreich. Aber hier ist das eine Ausnahmeerscheinung. Da stand der Wind wohl ungünstig, also für uns Ornithologen und Fotografen schon günstig, aber für den Vogel eher ungünstig, Südwind, bis nach Helgoland hat sie getrieben. Und jetzt freuen wir uns da alle drüber. Sucht hier nach Nahrung. Großartig. Ich möchte bei diesem Vogel fast von einem treuen Freund sprechen. Während der gesamten 7 Tage, die ich auf Helgoland, dem Roten Fels in der Deutschen Bucht, verbrachte, war auch dieser Vogel anwesend. Immer wieder konnte man zu ihm hin und ihn beobachten. Einfach wunderbar. Nachdem ich mich ausführlich mit der Kurzzehnlerche befasst hatte, setzte ich meinen Weg fort. Und da bahnte sich auch schon die nächste Überraschung an. Zwischen vielen Möwen vor dem Strand schwamm auch eine ganz besondere, und zwar diese hier. Eine Schwarzkopfmöwe. Im Schlichtkleid, keine alltägliche Beobachtung. Und dann dachte ich an 3 Tage zuvor. Da war ich nämlich an einem anderen Ort und konnte weitere tolle Arten beobachten. Freunde,
Mit diesen wunderschönen Vögelchen im Hintergrund möchte ich euch erzählen. Vor ein paar Tagen war ich auf der vorgelagerten Düne unterwegs. 1 Kilometer liegt die vor der Hauptinsel von Helgoland und dort konnte ich Ohrenlerchen und Schneeammern perfekt filmen. Die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Man kam bis auf 2 Meter an die Vögel heran. Dabei habe ich mich kaum auf die Vögel zubewegt, vielmehr waren sie es, die mich ansteuerten. Und dann saßen sie direkt vor mir, die wunderhübschen Schneeammern. Im Gegensatz zu den meisten anderen kleinen Vögeln sind diese Vögel keine Durchzügler. Sie werden höchstwahrscheinlich den Winter auf dem Roten Fels in der Deutschen Bucht verbringen. Helgoland ist für sie der Süden und das Überwinterungsgebiet, denn sie kommen eigentlich aus dem hohen Norden. Ebenfalls ein nordischer Freund ist die wunderhübsche Ohrenlerche. Namengebend bei diesem Vogel sind die schwarzen kleinen Federöhrchen. Genau wie die Schneeammern auch, verbringen wohl auch die Ohrenlerchen den Winter auf Helgoland. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht unbedingt nach Helgoland reisen, um Ohrenlerchen und Schneeammern zu beobachten. Auch an der deutschen Nordseeküste sind sie im Winter anzutreffen. Ich wünsche euch schon jetzt ganz viel Erfolg bei der Suche. Eine einfach großartige Stimmung auf dem Nordstrand der Düne. Das fanden nicht nur viele Beobachterinnen und Beobachter, sondern auch dieser hübsche Steinschmelzer. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Danke, dass es euch gibt. Liebe Leute, mit dem Seenebel im Hintergrund möchte ich mich nun auch wieder von euch verabschieden. War das nicht großartig? Die Kurzzehnlerche, die Buchfinken, die Bergfinken, die Stare. Ja, und dann habe ich euch auch noch die Ohrenlerchen und die Schneeammern gezeigt. Großartig! Das ist Helgoland. Das macht diesen Reiz definitiv aus. Grundsätzlich gilt, das will ich euch sagen. Wenn euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr keines, aber auch gar keines der weiteren Videos verpassen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Ciao.